verdammter Mist! Boah. Aber nicht mit 5000 Events. Ich brauche was Besseres. Was gibt's denn hier noch auf der anderen Seite der Insel? Och, da gibt's ja noch ach, jede Menge, aber das ist was anderes. Das sind solche Sternchen. Ne, da ist noch ein Blitz. Das müsste Stunt-Aktivität sein, wenn mich nicht alles täuscht. Sprint-Aktivität. Beende die Kontrollpunktstrecke, um Willenskraft zu erhalten. 2000? Leute. 2000. Ich lese es mir gar nicht erst durch. 2,5. Komm, wisst ihr was? Machen wir einfach. Vielleicht ist es ja ganz lustig. Dodge Monaco. Wenn man es braucht. Und lädt und... Ach nee, die ACR habe ich ja genau. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht gehabt. Ui, oh, ab in den Gegenverkehr. Wir haben heute zwar Samstag, aber als Sonntagsfahrer kann ich mich trotzdem schon mal bezeichnen. Ich habe mich jetzt, wow, erstmal wieder dran gewöhnen, an dieses Fahrgefühl hier. Über eine Woche nicht fahren und dann direkt wieder hier in diesem Karren rumdüsen. Oh. Ich glaube, da stand hier so eine Betonwand. Hä? Ach so. Oh. Uiuiuiuiuiuiui. 8 von 14 ist zum Glück nicht allzu lang. Ach nee, das war ja gar nicht bremsen, das war Nitro. Ja, hallo. Meine Güte. Also wie gesagt, ich muss mich erst mal wieder dran gewöhnen. Dauert vielleicht so die ein oder andere Folge. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ohne Kollision. Es geht doch. Man muss es nur können wollen. Ja, kaum sage ich's. So, jetzt brauchen wir nur geradeaus. Ich denke mal, das kann ich dann noch. Zack und durch und ganze 2000 WP gewonnen. Nein. Nee, noch nicht mal. Warum krieg ich denn jetzt nur 1850? Habe ich zu lange gebraucht oder was? Naja, was soll's. Auf die 150 kann ich auch verzichten. Dodge Monaco, jawohl. Brauchen wir aber nicht. So, jetzt fahre ich mal zum nächsten. Ist ja direkt um die Ecke. Ich habe gerade das Problem, dass die Sonne voll auf meinen Bildschirm knallt und ich so einen Spiegelbildschirm hatte, so ein Crystal Clear Dingens, nicht so ein mattes Scheibchen. Das heißt, ich sehe gerade gar nichts. Ich muss mal eben die Rollladen ein wenig runter machen. Ja, das ist schon besser so. So, vielleicht läuft jetzt auch alles andere ein bisschen besser. Spielen. Ah, so schönes Wetter draußen. Blauer Himmel, Sonne scheint. Und wir haben Samstag. Schön. Und ich drehe hier Let's Plays. Das ist das ausgezeichnete Wetter für Let's Plays drehen. Alle anderen gehen raus und irgendwas machen. Nein, ich sitze vor dem PC bzw. vor der PlayStation und drehe Let's Plays. Aber das ist halt die bittere Realität. Das habe ich natürlich gar nicht. Ach so, wir müssen einfach nur den Penner da wegboxen. Ja, kein Problem. Mit der Dodge ist das doch kein Kinderspiel. Mit so viel Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung. Boah! Was zum Teufel? Hallo? Ey, der haut einfach in die andere Richtung ab. Das ist eine Drecksau.
Nee, das ist er gar nicht. Ach, scheiße. So, komm, ACR, zeig mal, was du drauf hast. Also ja schon. Der ist schon leicht im Arsch, glaube ich. Boah, mitten durch die Menschenmengen. Hydrant noch mitgenommen und auf zwei Rädern zum Stehen gekommen. Hyperaktiv. Hyperaktiv. Ich will jetzt ja nicht neugierig sein, aber ich wollte mal eben gucken, was hyperaktiv ist. Habe ich zwar auch noch nie gemacht, jetzt mal eben so 25%? Das ist aber nicht gerade viel. Tiefe, nein, Hyper, ach so, Hyper. Da ist es doch, hyperaktiv. Bände 25 aktiv, ach so. 25, ja, und ich denke mal, radioaktiv, ohne zu gucken, ist dann alle Aktivitäten beenden. Okay. Ich gucke mir die Trophys eigentlich nie vorher an. Das ist ja langweilig. Mache ich nur manchmal. Ganz selten. Wenn es zum Beispiel ein Spiel ist, was ich schon kenne und einfach nur die Trophys haben will. Ein Cutlass 442, das sieht dann nur Ami-Schlitten aus, gefällt mir. So, ich sehe hier auf der Karte keine Aktivität. Wo war nochmal Dingens? Ah ja, genau. Das hier. Verfolgungsaktivität 2. Verhaftet den flüchtigen Gangster. 5000, ja. Ein Range Rover Sport Supercharge zum Kauf freischalten. Braucht auch kein Schwein, aber was soll's. Wenn sie wenigstens mal umsonst geben würde. Ich meine, so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Oh, den soll ich fahren. Och. Range Rover gegen eine Dodge Viper. Das ist doch. Ja, komm, ich lass den mal fahren. Den habe ich in 2 Sekunden eh wieder eingeholt. So, wo fährt denn der jetzt lang, der Kollege? Ah, es gibt doch hier diesen RAM-Effekt, richtig? Mal sehen, ob der klappt. Wenn ich es wüsste, ja. Boah, gerade noch so erwischt. Ich guck nicht nach vorne. Nein, das mache ich nie. Das mache ich auch in der Realität nie. Bam. Jawohl. Da ist eine Frau am Steuer? Eine Frau flüchtet? Ja, jetzt weiß ich auch, warum der so langsam fährt und so komisch. Nichts gegen Frauen am Steuer an dieser Stelle. Das war jetzt nur reine Spinnerei. Boah, du gehst mir langsam auf den Zeiger. Toll, sobald die Strecke gerade ist, kann sie natürlich fahren. Huch! Ja, komm, 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 komm! Haha, oh, Taxi. Ey, seit wann kann ein Range Rover so schnell fahren? Egal, einmal noch. Einmal richtig treffen noch und dann hat sich die Sache auch erledigt. Richtig treffen natürlich. Boah, der war geil. Ja, muss ich zugeben, der war nicht schlecht. Obwohl ich in der letzten Millisekunde noch am Zweifeln war, ob ich den überhaupt treffe. Aber ich habe ihn getroffen und das reicht. So, Aktivitäten. Sieht schlecht. 512.000, na bitte. Ab zur Dingens. Werkstatt. Werkstatt. Das ist ein Staat. Das ist keine Werkstatt, das ist ein Werkstatt. Da oben. Letztes Upgrade kaufen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dafür eine Trophy gibt. Upgrades. Einkommen-Multiplikator. Dann kriege ich auch mehr Kohle, ne? Multiplikator 3. Multipliziert Einkommen mit 5. Mit 5. Mit 5. Das heißt, wenn ich 10.000 kriege, kriege ich 50.000. Oder? Einkommen. Ja. Oder die meinen nur, dass Dings da, wenn man so knapp vorbei und so. Aber ich meine so. Wenn ich 20.000 kriege, dann kriege ich 100.000. 5. Meins kaufen. Natürlich kaufen. Alles andere wäre Schwachsinn. Ja, habe ich. Ausgetrickst.
Ich wusste, ich krieg eine Trophy. Also ich wusste es nicht, ich hab's gedacht, aber. So, jetzt habe ich ja alles, ne? Richtig, das habe ich im Besitz. Das habe ich im Besitz, ja. Symbolfinder, ja, habe ich ganz am Anfang gekauft. Aufladegeschwindigkeit, ja, und Fähigkeitsbalken. Auch. Alles klar. Alles erledigt. Fahrzeuge fehlen mir noch. Hohoho, einige. Herausforderungen. Fehlt mir. Oh. Ach nein, hab ich. Hab ich alles gemacht? Okay. You play. Ja. Nicht, 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 nicht. Wie kommt man denn an You play dran? Ah, da muss man angemeldet sein. Und ich gucke gerade auf meine Playsee und ich sehe keinen Netzwerkstecker drin. Vielleicht sollte ich den mal bei Zeiten wieder. Ist in der Xbox gerade drin. So, was haben wir denn bei Herausforderung Spezial im Story-Modus zu entdecken? Alles klar, und das haben wir auch schon alles erledigt. Ach, das ist hier. Nee. Doch, das ist aus der Collectors, ja. Die habe ich ja ganz am Anfang gemacht, als ich noch kein Let's Play gedreht habe. Aber ja, vielleicht mache ich die auch nochmal in dem Let's Play so am Ende. Damit ich auch wirklich alles im Let's Play drin habe. So, und jetzt, bevor wir hier in der Werkstatt noch festwachsen, geht's ab in die City. Zu den nächsten Aktivitäten. Jetzt sind es aber nicht mehr viele. Hier sehe ich noch so einen Blitz. Jetzt will ich doch mal gucken, was mit dem Einkommen-Multiplikator gemeint ist. So, 5.000 mal 5 sind 25.000. Was kann ich da? Oh, den DMC, den DeLorean. Irgendwie mag ich das Auto. Wende die Zerstörerstrecke, um Willenskraft zu gewinnen. Ach, das ist das. Ja, das ist jetzt nicht gerade das Spannendste, aber. Was soll's? Sind diese scheiß Schilder, die man umfahren muss. Ah, diese komischen Teile da. Kriegen wir irgendwie hin. Zack. Fahren wir mal ganz gut bürgerlich, ohne groß zu driften. Gut bürgerlich, vor allem. Ich meine, wer fährt nicht so in seiner Freizeit? Oh. Verpasst. Komm, verzieh dich. Chef muss hier lang. Zack, zack, meins. Da hinten. Uff, da an der Straßenseite. Ey, man laufen hier für Menschen rum. Vor allem wie viele. Quietschende Reifen und. Wuhu! Aua. Das schöne Auto. Ah, da fällt mir gerade ein, ich habe jetzt vor ein paar Tagen schon das neue Need for Speed gekriegt. Und da war ich am Überlegen, ob ich darüber auch ein Let's Play mache. Wobei, das Spiel ist so kacke. Also, vom. Nein! Vom Dingen, vom Fahrverhalten her ist das so ein Crap. Um es mal noch freundlich auszudrücken. Ich wollte es eigentlich storniert haben, hab's aber natürlich verpennt. Ja, ich guck mal, ob ich. Ah, aus Prinzip will ich es eigentlich spielen. Weil ich habe bis jetzt Need for Speed gespielt. Sogar Pro Street, was meiner Meinung nach richtig für ein Arsch war. Ja, mal gucken. Ich habe es gestern mal kurz angespielt, hab dann nach 5 Minuten keinen Bock mehr gehabt. Schauen wir mal. Ihr werdet es ja dann sehen, ob ich mich dazu aufgerafft habe, von diesem komischen Spiel ein LP zu machen. Oder eben auch nicht.